So, liebe Leute, weiter geht's heute mit Assassin's Creed. Und wir machen heute den Bossfight um London. Also die City of London. Nur gemerkt. Gucken wir mal, ob wir es heute in einem Rutsch hinbekommen oder ob wir dann wieder 10 Versuche brauchen, wie bei dem einen Boss, wo wir echt unsere Probleme hatten. Aber mal gucken, was heute so ansteht. Wie gesagt, das ist das vorletzte große Gebiet, glaube ich, wenn ich es richtig sehe. Vorletzte, drittletzte, irgendwie sowas. Also ich vermute, dass wir da mal ein bisschen Pech haben im Gegner. Mal gucken. Aber ja, je nachdem, was als Gegner heute uns bevorsteht. Also, einige unserer Jungs sind schon da. Kann alles jetzt passieren. Na komm, machen wir es mal. Gehen wir an. Vielleicht schaffen wir es sogar beim ersten Versuch. Ich weiß es noch nicht. Die Blighters wollen um die Herrschaft in diesem Bezirk kämpfen. Okay. Geben wir ihnen, was sie wollen. Ja, dann machen wir es doch mal, nie. Auf geht's. Zeigen wir dem Blighters. Versuchen wir zumindest. Versuchen wir es dem Blighters zu zeigen heute, wer hier der Boss auf der City of London ist. Die sogenannte Bloody Nora hat euch zu einem Bandenkrieg herausgefordert. Alle Waffen sind erlaubt. Viel Glück für beide Parteien. Okay. Ich habe ja zum Glück ein paar. Ach, das ist das gleiche in Grün, was wir schon mal hatten. Da lacht sie die. Haben wir jetzt den Boss oder was? Ich pack wieder mal Controller oder was? Jetzt haben wir es. Glück gehabt. Bloody Nora eliminiert. Wir haben Glück, dass wir dann durchkamen durch ihre Verteidigung. Aber wir haben es geschafft, Leute. Wir haben City of London. Ladies and Gentlemen, wir sind Jacob und Evie Fry. Und von diesem Moment an arbeitet ihr alle für uns. Hat funktioniert. Und damit gehört die City of London den Wuchs. Geil. Sehr cool. Hey, Leute. Meiner City wird nicht unbedingt. Wird nicht.
wird nicht irgendwas gemacht hier. Meine Gott. So, gucken wir mal gerade. Aber wir haben Fähigkeiten. Ich guck gerade mal, wie viel haben wir denn? Eine nur. Naja. Warte mal, wie viel brauchen wir denn überhaupt noch? 14. Okay, das ist ein bisschen was. So, dann haben wir nur noch geführt ein Gebiet. City of London gehört uns. Aber wie gesagt, wir haben noch eine Sympathisantenaktivität. Die machen wir jetzt noch. Komm, die machen wir jetzt noch. Dann ziehen wir ein bisschen rein in der Folge. Da ist hier heute eh die letzte Folge. Und wir haben es Gott sei Dank schon das geschafft, was wir wollten. Warte mal, ich fülle mal gerade eben kurz meine Vorräte auf, weil da unten ist ein Verkäufer. Naja, dann halt nicht. Eigentlich was anderes geplant, aber... Warte mal, da unten ist nämlich irgendwo ein Verkäufer, den ich kurz aufsuche, weil ich muss dringend meine Messer und alles auffüllen. Der. Ja, hier in dem Laden oder was? Ja, da. Okay. Für knapp 100 Dollar oder so, was das war, jetzt nehmen wir es mal komplett mit in einem Rutsch und... Ja. Wir haben wieder neues Zeugs. Und bin froh, dass wir das tatsächlich sogar beim ersten Mal geschafft haben. Das ist auch sehr selten, weil hier nämlich, wie gesagt, den einen Boss. Kein Bock auf. Ah ja, das war einer von unseren Leuten. Gut, dann machen wir doch mal heute ein bisschen weiter. Ich weiß noch nicht, wie gesagt, wir machen heute nur ein bisschen Zeugs noch. Ein bisschen Kleinkrams, weil wir, wie gesagt, den Bossfight heute hatten. Und dann machen wir in der nächsten Folge vielleicht mal wieder am Zug ein bisschen was an neuen Missionen weiter. Es fehlt jetzt, glaube ich, gefühlt nur noch ein Gebiet. Westminster, kann das sein? Ne, es ist Trent und Westminster. Zwei Gebiete noch. Und dann hätten wir's. Zumindest was die. Was die Stadtgebiete betrifft, hätten wir es dann sicher. Wie gesagt, jetzt brauchen wir wahrscheinlich ein bisschen länger, noch ein bisschen leveln. So, jetzt gucken wir mal gerade hier rein. Genau, hier waren wir auch. Hier haben wir nämlich den Typen da. Ich mache das gerade mal anders. Ich gehe mal kurz da hoch. Weil ich weiß nämlich nicht, was mich jetzt da erwartet. Das ist die... Ach, die Eisenbahnstrecke. Du sollst eigentlich nicht ganz hoch gehen, sondern nur da hoch. Dann mal hier. Oh, tschüss. Geh mal mit. Was bist du für einer? Ah, jo. Man sollte auch manchmal unten lesen, was steht. Nein, ich war's nicht, unschuldig. Verzeihung. Sie sind doch die... Ich bin sicher, wir kennen uns nicht. Nö. Ist das ein Ring für Preiskämpfe? Da können Sie sich aber drauf verlassen, my lord. My lady, ich bin Robert Topping.
Der beste Buchmacher Londons zu ihren Diensten. Naja, zweitbester, aber meine Mom sagt, Donald wäre etwas einfältig. Aber egal, ich kann Ihnen eine ganze Menge aufregender Dinge zeigen. Von Preiskämpfen bis hin zu Kutschenrennen. Ich denke, wir können hier ruhig etwas Zeit verbringen. Kutschenrennen wahrscheinlich dann nicht, aber ich könnte... Ja gut, wir können wahrscheinlich ein bisschen was machen. Was haben wir denn für uns? Überhaupt, wenn wir weit. Kämpfen gewinnen sie mäßig im Preiskampf. Und dann versuchen wir es doch mal. Komm. Darf ich die auch mit Waffen töten? Guck mal, nicht. Gut, das war jetzt kein Kunststück. Level 7, ne? Der kriegt von mir direkt den ersten mit und dann ist es vorbei, ja? Hab ich gewonnen? Ja, scheinbar. Erster haben wir schon mal gewonnen. Weiterkämpfen, komm. Machen wir eine zweite Runde. Level 2. Oh, tschüss. Noch irgendwas? Ah, da kommen noch welche. Komm mal her, mein Freund. Patsch auf die Nuss, mein Freund. Oh, tschüss. Wenn ich groß bin, will ich sein wie Sie. Noch irgendwas? Komm, wir nehmen jetzt die Krone mit. So, jetzt haben wir nochmal Zweier. Gute Nacht. Noch irgendwas? Komm mal her, ihr alle. Stech dir die Augen auf! Was willst du wollen? Lass dir nicht zu Atem kommen! Patsch! Level 2 und tschüss. Haben wir gewonnen? Hören Sie? Jo. Bye. Dann gehen wir mal weiter, komm. Was haben wir noch an Gegnern? Nochmal Level 2, alles. Komm mal rein hier. Das ist dein letzter Kampf. Viel Spaß. Nicht wirklich. Brech ihm das Genick. Mal sehen, wie warm wir den nehmen wir mal mit den Großen hier. Kannst du dich bitte mal anstellen erst? Da, nächster. Gut gekämpft, my lord. Gewonnen. Ladies and gentlemen, wir haben einen neuen Champion. So, hast du Gegner oder nur Fallobst? Gut, dann nicht. Okay, dann haben wir es geschafft für heute. Ja, wir haben den Bossfight gemacht, wir haben ein bisschen gekämpft. Wir machen das schon irgendwann. Aber jetzt erstmal. Machen wir nicht jetzt. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder, liebe Leute. Und dann sehen wir uns wieder bei Assassin's Creed. Und dann gucken wir mal, was uns dann als nächstes ins Haus steht. Wir sehen uns dann. Bis dann. Tschüssi.